Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wie ihr es dem Titel entnehmen konntet, handelt es sich mal wieder um einen kleinen Real Talk. Und wenn ich diese Real Talks mache, geht es mir einfach darum, euch so ein paar Sachen mitzuteilen, weil auch immer wieder Fragen auftauchen. Und da ich derzeit halt immer noch nicht live streame und wir uns dann im Livestream nicht darüber unterhalten können, mache ich es dann halt einfach so, dass ich dementsprechend dann hier ein paar Sachen erzähle. So, wie fangen wir denn mal an? Also erst einmal ist es so, dass ich jetzt tatsächlich komplett Zeit habe für diesen Kanal und auch für den internationalen Kanal, der in letzter Zeit ein bisschen gelitten hat, weil ich einfach kaum Zeit hatte, für diesen Kanal etwas zu produzieren. Ja, also ich habe dementsprechend meine Arbeitsstelle aufgegeben und bin jetzt halt nur noch auf YouTube tätig. Und da habe ich jetzt so als allererstes mal wieder eine wichtige Frage an euch. Und da werde ich auch noch eine Umfrage zu reinsetzen. Und zwar haben wir jetzt ja einmal diesen Kanal mit den normalen deutschen Fällen, mit den internationalen Fällen. Und ich weiß ja, dass zumindest bei einigen von euch auch das Interesse da ist, über mein Leben aus Thailand zu berichten. So, jetzt stellt sich für mich die Frage, wie mache ich das? Eröffne ich dann noch einen dritten Kanal oder integriere ich diese Videos jetzt entweder in den Hauptkanal oder in den internationalen Kanal? Ich hatte mir am Anfang überlegt, weil es vielleicht nicht gerade schlecht ist für alle, diesen in den Hauptkanal zu integrieren, die Thailand-Geschichten. Aber nachdem ich jetzt so ein paar Shorts auch aus Thailand hochgeladen habe, einfach um mal anzuteasern, wie eure Meinung dazu ist und ich da einige, sage ich mal, ein bisschen böse Kommentare bekommen habe, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie das Gros von euch, also von meiner Community, das sieht. Deswegen werde ich dazu eine Umfrage starten und bitte so viele wie möglich das beantworten. Das wäre mir also sehr, sehr wichtig. Das hat nämlich einfach ein bisschen damit zu tun mit dem Algorithmus. Ich versuche das eben kurz zu erklären. Also wir haben jetzt 17.400 Abonnenten. Ich habe circa 400.000 bis 500.000 Views im Monat. Und wenn, ja, ich sag jetzt mal, regelmäßig meine Videos 6.000, 7.000, 8.000 Leute schauen. Jetzt nur mal als Zahl genannt. Und von denen interessieren sich jetzt vielleicht nur 20% von meinen Geschichten aus Thailand. Ist alles in Ordnung. So, jetzt lade ich Videos über Thailand hoch und dann ist die Viewzahl natürlich wesentlich geringer. Und wenn die Viewzahlen wesentlich geringer sind, diese Videos werden ja dann den regelmäßigen Zuschauern des Kanals in dem Newsfeed eingeblendet. So, und wenn aber dann nur 10 oder 20% diese Videos anklicken und sich anschauen, dann kann es sein, dass YouTube sagt, Moment, der Kanal ist bei den Leuten ja gar nicht mehr so beliebt. Also schlagen wir diese Videos von dem Kanal, also auch die Kriminalfälle, auch gar nicht mehr unbekannten Leuten, die diesen Kanal noch gar nicht kennen, einfach mehr so massiv vor. Und das ist so eine Geschichte, auf die ich achten muss. Und von daher muss ich echt überlegen, ob ich da nicht ganz einfach einen dritten Kanal aufmache. Wird dann natürlich immer ein bisschen unübersichtlicher für mich, für euch. Aber das ist wirklich in eurer Entscheidung. Ich kann es gerne machen. Ich will euch nämlich nicht vergraulen. Ich kann es mir dann schon vorstellen, jemand wartet auf einen neuen Fall, kriegt die Info, oh, der Kanal hat ein neues Video hochgeladen und dann sieht er den Titel, ja, einkaufen in Thailand. Ne? Mag er dann natürlich nicht. So, klickt nicht drauf und wird vielleicht dann auch irgendwann mal sauer. Wenn er dies des Öfteren bekommt, deabonniert und ist dann bei mir komplett weg. Also von daher ist meine Tendenz schon fast dazu, einen dritten Kanal aufzumachen. Dazu brauche ich dann aber eben eure Hilfe, euer Feedback. Dazu gibt es eine Umfrage. Ja,
Gut, dann machen wir weiter damit. Ich habe ja zwei sehr intensive Zuschauerinnen, die auch immer sehr intensiv in den Premiere-Chats unterwegs sind, aktiv sind. Und was die Premiere-Chats sind, falls ihr es nicht wisst, jedes Video starte ich ja als Premiere und zu der Premiere gibt es dann immer einen Chat, in dem man sich dann austauschen kann und auch vielleicht die anderen Community-Mitglieder mal kennenlernen kann. Und ja, der Chat besteht dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das Video als Premiere freigegeben habe, bis die Premiere des Videos zu Ende ist. Gut, und dort war es dann halt so, dass ja, ich habe einige negative Kommentare bekommen. Einmal aufgrund meines Katers, da ich den des Öfteren mal erwähnt habe, oder da ich auch zwei oder drei Shorts von ihm hochgeladen habe. Und ja, die haben mich darauf hingewiesen, dass es da in letzter Zeit auch so ein bisschen negative Kommentare gibt. Das weiß ich. Und teilweise auch so ein bisschen Hate-Kommentare. Dazu habe ich dann halt eben gesagt, so wie es auch ist, wenn man auf YouTube größer wird, wird man irgendwann den einen oder anderen Hater bekommen. Und das ist also vollkommen normal. Wer bei mir haten will, der hat Pech gehabt, weil ich darauf nicht eingehe. Also ich lasse mich da nicht in irgendwelche Diskussionen verwickeln. Wer kritisch kommentiert, kritisch aber sachlich, kein Problem. Entweder ich nehme zur Kenntnis oder ich gebe auch noch eine Rückmeldung dazu, um vielleicht, damit die Person das eine oder andere versteht. Wer reine Hater-Kommentare reinsetzt, dieser Hate-Kommentar wird gelöscht. Folgt dann ein neuer Hate-Kommentar, wird diese Person dann für Kommentare auf dem Kanal ausgeblendet. Und da hatte ich jetzt einen speziellen Kandidaten, der hat dann erstmal sehr unsachlichen, also der Kommentar inhaltlich war er soweit in Ordnung, also von dem Kritikpunkt her, hatte ich stehen lassen. Allerdings war diese Formulierung unter aller Sau, muss ich sagen, so dass ich diesen Kommentar dann einfach gelöscht habe. Darauf kam dann ein neuer Kommentar, der dann nochmal massiver war, vor allen Dingen aggressiv war. Daraufhin habe ich ihn aus dem Kanal ausgeblendet. Da drohte er mir dann unter anderem damit, dass er sich jetzt meine Videos nicht mehr anschaut und seine Freunde auch nicht. Gut. Ja, schön. Ja, und als ich ihn dann aus dem Kommentarbereich des Kanals ausgeblendet habe, dann hat er mir noch per E-Mail geschrieben. Da dachte ich mir auch, Junge, entspann dich mal. Ich gehe auf solche Geschichten nicht ein, weil ich habe mit dem Produzieren der Videos und sonstiges eigentlich genug zu tun. Und ich habe ja auch noch ein anderes Leben. Und von daher kümmere ich mich nicht um solche Kommentare. Die anderen Kommentare, also ich lese Kommentare grundsätzlich alle, ich beantworte sie nur nicht alle. Das ist momentan immer aus Zeitmangel immer noch nicht ganz möglich, weil ich jetzt gerade nur so ein bisschen in der Umstrukturierungsphase bin, dass ich jetzt eigenständiger YouTuber bin. Also, wie schon gesagt, wenn da irgendwelche solchen Kommentare sind, ja, wollt ihr kritisieren, gerne, aber macht's bitte sachlich. Es gibt einige Leute, die haben kritisiert, die haben von mir eine sachlich freundliche Antwort bekommen und die waren dann auch damit äußerst zufrieden, weil sie vielleicht den einen oder anderen Hintergrund nicht kannten und haben jetzt von mir die Antwort drauf bekommen. Okay, also das nur einfach mal dazu. Ich habe es nämlich bei vielen anderen Kanälen dann auch schon gesehen, wo dann wie ich Kommentare unter aller Sau sind. Und das will ich in meinen Videos nicht. Bei meinen Videos geht es dementsprechend um die Taten, um die Opfer. Und daher bitte nicht solche Kommentare. Ja, und ansonsten nochmal eben, was ich nochmal erzählen wollte. Ich bin ja vor gut 2 Jahren, war das jetzt, ne? Mit diesem Kanal angefangen und habe mich da ja vorrangig auf deutsche Fälle thematisiert. Und seit dem Zeitpunkt gibt es ja sehr, sehr, sehr viele neue YouTube-Crime-Kanäle. Die schießen ja wirklich wie Pilze aus dem Boden.
Auch sämtliche, also auch Zeitungen wie die Bild haben jetzt ihren YouTube Crime Channel. Also es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich sehe aber auch, dass sehr, sehr viele neue YouTuber, die sich im Crime-Bereich dann, sage ich mal, ja, ein bisschen hervortun wollen, Fame werden wollen, bekannt werden wollen oder auch vielleicht etwas Geld verdienen möchten, ja, sind relativ schnell wieder weg. Einige nach einigen Monaten schon und einige sind noch da, einige wenige. Und ja, was ich dort halt immer beobachten muss, ist, dass ich mit meiner Geschichte wohl ziemlich richtig lag, mit meinen deutschen Fällen, weil ich wohl einer der ganz, ganz wenigen Leute bin, die wirklich Zugriff auf diese Fälle haben, auf die ganzen Informationen. Und dann gibt es auch den einen oder anderen Kanal, der dann natürlich versucht auch gerne mal eben sich in meinem Kanal umzuschauen. Oh, was hat der denn für Fälle gemacht? Und ja, dann diese Fälle dann auch nochmal macht und man kann es halt dementsprechend auch sehen, dann in der entsprechenden Titelbeschreibung, da werden dann immer mehr Elemente von mir dann übernommen, wie ich das aufgebaut habe. Finde ich immer ein bisschen schade, also ich denke mir mal immer, wenn man so einen Kanal macht, sollte man sein eigenes Gesicht haben, sein eigenes Kanalgesicht meine ich, und dann dementsprechend dort, ja, seine Sachen produzieren. Ansonsten ist man auf Dauer nicht so erfolgreich. Das so nochmal nebenbei. Als ich angefangen bin, gab es einige YouTube-Crimer, die die internationale Fälle gemacht haben, aber eben diese deutschen Fälle nicht. Das ist eigentlich immer so ein Ausstellungsmerkmal von mir gewesen. Ist es im Prinzip eigentlich immer noch. Und ich möchte Leuten einfach auf den Weg geben, die da so ein bisschen bei mir schauen. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, die man bringen kann. Also ich selber bin da momentan auf dem Punkt, dass ich einfach weiterhin sage, ich komme nicht hinterher mit dem Produzieren. Es gibt Fälle ohne Ende. Es gibt gelöste Fälle, es gibt ungelöste Fälle. Und einfach ein bisschen selber im Internet rumgucken. Und da findet man ganz, ganz viele Fälle, die man produzieren kann. Falls jetzt jemand von einem Kanal zuhört, der sich vielleicht angesprochen fühlt, es gibt auch immer noch Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man eine gewisse Größe hat, vom Kanal her mich mal anzusprechen, ob da vielleicht irgendwie, ja, nur Kooperation, Zusammenarbeit oder wie auch immer mal möglich ist. Also da bin ich auch immer relativ offen. Das kann man sich gerne mal anschauen, was da für Vorschläge sind. Allerdings dann bitte keine Kleinstkanäle, wie ich es einmal schon hatte. Das war dann jemand, der, ich glaube, so 200 Views pro Video generiert hat und dann mit mir zusammenarbeiten möchte. Das Zusammenarbeiten muss immer eine Win-Win-Situation geben. Und das wäre keine Win-Win-Situation gewesen. Deswegen habe ich dann auch davon Abstand genommen. Und dann zum Schluss, bevor das Video auch wieder so lang wird, von mir nochmal ein Hinweis. Ihr schreibt mir ja gerne Fallvorschläge in die Kommentare. Bitte schickt mir diese Fallvorschläge per E-Mail. Wenn sie in den Kommentaren sind, gehen sie meistens irgendwie unter. Ich lese, wie schon gesagt, ich lese die Kommentare, aber ziehe mir dann nicht gleich die Fälle raus, die ihr mir vorgeschlagen habt. Dann an die lieben netten Leute, die mir immer Fallvorschläge schicken. Ja, ich antworte leider teilweise sehr, sehr spät. Tut mir auch leid. Ich habe diese E-Mails dann, ich lese diese E-Mails, sobald sie reinkommen, und antworte dann meist sehr, sehr spät. Aber es dürfen auch einige von euch bemerkt haben. Selbst nach Monaten reagiere ich noch auf solche E-Mails und teile dann auch mit, dass ich ein Video zu dem Fall machen werde. Ich weiß jetzt nicht, ob derjenige jetzt zuhört, der mir mal den Fall von Sonja Addy nahegelegt hat. Und den habe ich bisher, das ist jetzt mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr her, dass er mir das geschickt hat, ich habe den Fall bisher noch nicht gemacht.
Aber jetzt ist ein Umstand eingetreten, wo das Bringen dieses Falls noch wesentlich mehr Sinn macht. Das heißt, ich werde den Fall auch in den nächsten 1-2 Wochen online stellen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, also auch schon Kanal von meiner Größe, da kommt man irgendwo auch an seine Grenzen der Bearbeitung. Also ich wünsche mir mittlerweile echt schon irgendwie, dass ich jemanden hätte, der für mich die eine oder andere oder ja ein paar Arbeiten erledigen kann, weil es ist alles nicht mehr so alles unter einen Hut zu bekommen und deswegen erfolgen manche Reaktionen auch immer recht spät. Ich bin froh, dass ich meinen Moderator Stefan Allgäuer habe, weil der, das finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, super von ihm. Er ist nicht nur in den Kommentaren, also in den Live-Chats da tätig, sondern er schickt mir dann auch Fälle zu und er ist auch in den Kommentaren aktiv und reagiert schon das eine oder andere Mal. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Also vielen Dank, lieber Stefan. Gut, das war's dann erstmal. Danke fürs Zuhören, auch wenn es eben nur ein Real Talk war, aber sind mir halt ein paar Punkte relativ oder eben sehr wichtig. Die wollte ich nochmal an den Mann bringen oder an die Frau. Und ja, dann passt gut auf euch auf. Ich stelle eben 2 Umfragen ein. Ach ja, noch eine andere Geschichte. Fällt mir jetzt gerade ein. Also ich sehe momentan immer sehr, sehr unterschiedliche Zahlen, wie meine Videos geschaut werden. Von daher wäre mir unwahrscheinlich wichtig, wann seid ihr denn überhaupt online? Wann macht es dann am meisten Sinn, wirklich jetzt ein Video zu starten? Auch da werde ich jetzt mal eine Umfrage zu setzen. Und zwar werde ich da eine Umfrage setzen, an welchem Tag schaut ihr eigentlich so am meisten, oder an welchen Tagen schaut ihr so am meisten YouTube? Und zu welcher Uhrzeit seid ihr denn so am meisten online? Vielleicht kann ich das da dementsprechend auch nochmal anpassen, obwohl das mit der Zeitverschiebung eventuell auch wieder ein bisschen schwierig sein könnte. Weil um 3 Uhr morgens dann bei einer Live-Premiere dabei zu sein, könnte für mich relativ schwierig werden. 3 Uhr morgens ist bei euch 22 Uhr abends. Aber das werden wir dann sehen. Also insgesamt bekommt ihr 3 Umfragen reingeballert und bitte beantwortet diese. Das ist mir sehr, sehr wichtig und für den Kanal wichtig und auch für euch. Okay, jetzt ist aber Ruhe. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.